Normalerweise hört man von Parteien nur etwas im Wahlkampf. Dann können die Versprechungen nicht vollmundig genug sein. Anschließend ist Sendepause. Nicht so bei der NPD-Fraktion. Die nutzte die Sommerpause, um die Bürger direkt vor Ort über ihre Arbeit zu informieren. Das war mal eine gute Erfahrung, mit dem Bürger in Ruhe darüber zu sprechen, was wir als NPD-Fraktion wollen. Natürlich ist, viele Urlauber konnten die Eindrücke über die Arbeit der NPD-Fraktion mit nach Hause nehmen. Ich glaube eh nicht, was in der Zeitung steht. Daher ist es gut, dass wir hier vor Ort mit den Bürgern sprechen können. Wir gehen mit neuem Schwung und neuer Kraft in die nächste Landtagsrunde, die wieder unter dem Motto stehen wird, einer gegen alle. Wir haben viele Anregungen für die parlamentarische Arbeit durch das Gespräch mit dem Bürger gewonnen. Die Ausgrenzung der NPD durch die Blockparteien, das habe ich deutlich gespürt, hat uns im Ganzen eher geholfen. Die Leute wollen hier nichts mehr mit den Parteien zu tun haben. Die anderen Fraktionen tun uns den Gefallen, dass uns die Leute nicht mit ihnen identifizieren. Wir werden deshalb auch weiterhin die Themen auf die Tagesordnung bringen, die den Leuten unter den Nägeln brennen.